Eine klitzekleine Laus an den Jungpflanzen. Kann mal mehr werden, wenn man da nicht rechtzeitig eingreift oder auch die Nutzlinge im Garten hat. Und das kennen natürlich auch sehr viele Gärtner. Schädlinge bzw. andere Tiere im Garten, wie zum Beispiel die braune Nacktschnecke, die solche Jungpflanzen einfach mal in Reihenweise niederfressen, ist nicht sehr schön. Und ich möchte euch einfach mal meine Tipps mitgeben, die ich auch bei mir im Garten umgesetzt habe, um ein erfolgreiches Gleichgewicht im Garten zu haben, damit ja, sowas wie Blattläuse oder die braune Nacktschnecke nicht über eure Pflanzen herfallen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und es ist immer sehr ärgerlich, wenn man sich die Mühe macht, Pflanzen aus dem Samen zu Jungpflanzen zu ziehen. Und dann kommen ein paar Schädlinge bzw. andere Tierchen, die ja, in so einer Präsenz auftreten, dass sie ja, massenweise die Arbeit mehr oder weniger vernichten oder zerstören. Ist jetzt nicht unbedingt schön. Deshalb in dem Video meine 6 Tipps, wie ich versuche, im Garten das Gleichgewicht in der Natur bzw. ja, im Gemüseanbau wiederherzustellen. Und das erste ist einerseits schon mal Mischkultur und Wildblumenwiese anlegen. Also Mischkultur in dem Zusammenhang, dass ich halt Pflanzen nicht in Monokultur anbaue, also zum Beispiel nur ein ganzes Beet voll mit Spitzkohl oder reihenweise nur ja, rote Beete oder nur Möhren, sondern ich mische jetzt zum Beispiel eine gute Mischkultur. Partner sind Möhren und Knoblauch, weil der Knoblauch durch den Geruch verhindert ja zum Beispiel, dass die Möhrenfliege sich an den Möhren vergeht. Und da gibt es halt manche andere Sachen. Man steckt zum Beispiel auch Knoblauch sehr gerne unter Bäume. Ich habe das jetzt auch mit Bärlauch oder Zwiebeln gemacht, damit halt Wühlmäuse nicht unbedingt die Wurzeln von den jungen Bäumen anfressen. Da gibt es sehr viele Mischkulturpartner, die sich gegenseitig unterstützen. Und das versuche ich auch wirklich einzuhalten, also auch wirklich kunterbunt anbauen. Da steht bei mir mal ein Salat, dann Kohl, dann rote Beete. Einfach mal so ein bisschen kunterbunt machen, denn es ist so, dass jede Pflanze bzw. jedes Insekt sich auf eine spezielle Pflanze oder Pflanzengruppe spezialisiert. Und je mehr Pflanzen ich habe, desto mehr Insekten und andere Lebewesen kommen dementsprechend auch. Deshalb lege ich auch Wildblumenwiesen an, weil dadurch erhöhe ich erstmal die Vielfalt an Insekten und Bienen. Die bestäuben natürlich bei mir auch. Und es kommen immer mehr Tierchen, die zum Beispiel Schädlinge in Anführungszeichen dann wieder fressen. Deshalb lege ich auch sehr gerne Wildblumenwiese an, habe auch Stauden im Vorgarten meiner Eltern, wie zum Beispiel der Lavendel oder Rosmarin, Thymian, habe auch schon dazu ein Video gemacht. Und da möchte ich einfach die Insekten- und Artenvielfalt erhöhen. Zum Beispiel bei den Blumen. Tagetes lockt zum Beispiel Nematoden an, kann auch sehr nützlich sein, ist jetzt auch nur ein Beispiel. Und je mehr Insekten natürlich dann auch kommen, desto mehr andere Wesen kommen dementsprechend auch. Insekten locken Vögel an. Vögel ja, locken größere Vögel an, wie zum Beispiel Raubvögel. Und dann kommen halt die zum Beispiel Raubvögel, wie zum Beispiel ja, Eulen oder Habichte oder sowas. Und die fressen eure Wühlmäuse auf. Deswegen erstmal Mischkultur und Wildblumenwiese anlegen, damit ja, der erste Punkt schon mal gesichert ist. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist zum Beispiel meine Pflanzen ausblühen lassen. Also zum Beispiel die Petersilie oder auch Salat, Fenchel, Dill auch zum Beispiel. Das lockt sehr viele Schweb- und Wildbienen auch an. Also zum Beispiel beim Salat mache ich es einfach so, immer wenn ich Hunger habe, rupfe ich halt dann die Blätter außen ab. Und dann bildet er halt immer weitere Blätter, bis er dann in Blüte geht. Und dann lasse ich den ausblühen, hole mir dann auch dementsprechend die Samen. Hab dann wieder Samen fürs nächste Jahr und die Bienen haben auch was. Das mache ich auch sehr gerne. Und das andere, was ich feststellen durfte, als ich letztes Jahr zum Beispiel die Mischkultur angebaut habe, dass ich bei meinen Kartoffeln, hatte ich den Kartoffelkäfer letztes Jahr und dann kam die Wespe. Also die Wespe ist wirklich wunderbar. Die hat dann bei mir den Kartoffelkäfer ja, ausgeglichen bzw. auch gefressen. Fand ich sehr schön und war wirklich ein einschlagendes Erlebnis für mich.
Den nächsten Punkt empfehle ich jedem von euch wärmstens, und zwar Steine in eurem Garten mit zu integrieren. Also zum Beispiel meine Hochbeete oder an der Pflaume habe ich Steine bzw. eine Steinmauer aufgebaut. Dient natürlich primär als Wärmefalle, damit da die Pflanzen kräftiger wachsen, die Wärme auch für die Nacht zum Beispiel gespeichert werden und deswegen auch besser wachsen und früher Früchte geben. Aber der andere Grund ist, warum ich auch zum Beispiel Steinhaufen mache, ist einfach ein Unterschlupf zum Beispiel für Tigerschnäkel zu machen oder andere Schneckenarten, damit diese zum Beispiel die braune spanische Wanderschnecke, glaube ich heißt sie, einzudämmen, weil die Tigerschnecke frisst zum Beispiel die Eier, soweit ich weiß. Ich habe auch eine gesehen, die hat mal eine etwas größere Schnecke gegessen. Aber was ich bei mir letztes Jahr im Garten auch gefunden habe, ist, dass ich im Gewächshaus haben wir auch eine Steinumrandung aus Biberfuß-Dachziegeln. Und in dieser Ritze hat sich eine Echse bei uns eingesiedelt. Und Echsen sind auch sehr gut für die Vielfalt im Garten. Fressen auch einiges an Insekten. Und sowas ist dann recht interessant, wenn sich dann auch noch Reptilien bei euch im Garten mit ansiedeln. Der nächste Punkt ist eine Aufgabe mehr oder weniger für den Herbst, beziehungsweise die Primäraufgabe jetzt zum Beispiel bei mir, sind zum Beispiel Laub, Kompost und Misthaufen. Also beim Laubhaufen ganz klar, im Herbst verkriechen sich da zum Beispiel Igel, die dann einfach dort überwintern möchten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Im Kompost ganz klar der Regenwurm, gehört natürlich auch zur Vielfalt, damit halt dort die Pflanzen auch besser wachsen und gute Erde entsteht, denke ich mal, muss ich nicht erklären. Und der Misthaufen, also beim Misthaufen, das unterschätzen halt sehr viele, dass zum Beispiel in der Winterzeit sich da sehr viele Insekten zum Beispiel zurückziehen. Einfach eine Wärmequelle oder auch eine Futterquelle für die ein oder anderen Tiere. Und das ist dann auch, was ich sehr gerne mache, ist richtig viele Kompost- und Misthaufen und Laubhaufen machen, einfach damit sich dort die Insekten einfach weiter tummeln können und dann mehr und mehr die Vielfalt kommt, weil wie vorhin schon gesagt, kleine Insekten locken größere Insekten an, locken andere Lebewesen an und erhöht sofort die Vielfalt. Jetzt, wo ich die ganzen Vögel bei mir jetzt gerade beobachte im Garten, die auch ziemlich umhersingen, finde ich sehr schön. Der nächste Punkt, natürlich Unterkünfte für die vielen verschiedenen Vögel, zum Beispiel oder Wildbienen, aufzubauen. Ich habe zum Beispiel auch einen Brutkasten für Eulen und Fledermäuse, also bei der Eule ganz klar. Hier, die sind größere Raubvögel, würden auch zum Beispiel Mäuse oder Wühlmäuse zum Beispiel fressen, Fledermäuse, viele verschiedene Insekten, ich denke auch Mücken, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz genau, musste noch etwas herausfinden. Und Vögeln ganz klar, ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Bruthöhlen aufgebaut, bei der einen Bruthöhle, da an der Wildblumenwiese zum Beispiel, da sind Eisen und bei der anderen Bruthöhle hier bei der Terrasse, da haben sich Stare eingenistet, das ist eine Bruthöhle für Stare und die singen jeden Morgen und ist auch wirklich wunderbar und die helfen natürlich auch, die ja, im Gleichgewicht zu sorgen, denn es gibt sehr viele Singvögel zum Beispiel, die fressen jetzt auch den Buchsbaumzünsler, also ein Schädling, den man hier so eingeführt hat und die fressen natürlich auch weitere Insekten. Bei Wildbienen ganz klar, ich habe jetzt auch eigene Insekten- und Bienenhotels aus Holzstämme gebaut, habe ich auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Bambusrohre habe ich auch aufgehängt, damit sie sich auch verkriechen kann, weil ich zum Beispiel im Schrebergarten Bambus habe und schneide den auch. In meine Hochbeete habe ich auch mit einem Akkuschrauber oder Akkubohrer Löcher reingemacht, um dort auch, dass sich da Wildbienen ansiedeln können. Wespen vielleicht auch, finde ich auch sehr schön. Man kann sich auch dementsprechend Insektenhotels auch kaufen, habe ich auch gemacht. Bei der Nabu gibt es zum Beispiel sehr gute. Mehrere Vogelkästen habe ich mir auch bei der Nabu gekauft, weil ich momentan oder damals die Zeit noch nicht hatte. Mal vielleicht dann dieses Jahr selber noch ein paar, aber einfach mal die Unterkünfte für viele verschiedene Tiere auch zur Verfügung stellen. Der Laubhaufen gehört natürlich für den Igel auch dazu. Ich habe auch zum Beispiel einfach nur Holz irgendwo liegen lassen und da so ein kleines natürliches Igelhäuschen aufgebaut. Solche Sachen kann man immer wieder machen, genauso wie der Steinhaufen für die Tigerschnäkel, da wo ich dann noch ein paar Blätter und Laub drauf geworfen habe. Das Nonplusultra in Sachen Artenvielfalt ist ein Teich. Leider habe ich hier noch keinen im Garten, aber bei mir im Schrebergarten ist zum Beispiel ein Teich gleich nebenan
oder auch bei meinen Nachbarn, da habe ich mir auch schon mal zugeschaut, die haben sogar Fische im Teich und es strotzt einfach nur von Artenvielfalt. Dort sehe ich Libellen. Libellen fressen zum Beispiel Mücken und andere Insekten. Da siedeln sich auch Kröten zum Beispiel, habe ich auch bei einem Nachbarn gesehen. Wasserläufer, Molche, Teichmolche zum Beispiel, Bergmolche. Ich weiß nicht, ob die sich in einem Teich ansiedeln oder nicht. Wenn es ein größerer See ist zum Beispiel, würden sich da auch größere Wasservögel ansiedeln, wie zum Beispiel Enten, wenn man jetzt keine Laufenten oder sowas hat. Also so ein Teich, da explodiert die Artenvielfalt und da kommt so ein automatisch schon Gleichgewicht. Zum Beispiel bei mir im Schrebergarten, habe ich auch ein Video schon mal dazu gemacht, ist eine Kröte dann bei mir drüben gewesen, die vom Teich vom Nachbarn zu mir hergekommen ist und jetzt dann bei den Steinen Haufen von meinen Bäumen ein bisschen verkrochen. Und ja, also so ein Teich einfach nur ist wirklich einsame Spitze. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas zu machen, es gibt auch Leute, die haben einfach eine Badewanne genommen und die in Erde reingesetzt, macht das. So offenes Gewässer ist auch gut für Insekten, für Bienen, wenn es mal im Sommer zu heiß ist, oder auch für Vögel, damit sie sich eine kleine Abfrischung holen bzw. gönnen können. Erst gestern kam ein Mann zu mir und fragte mich, ob ich etwas von seinem Rückschnitt bzw. von seinem Totholz nehmen kann, damit das nicht unbedingt zum Wertstoffhof fahren muss. Und da habe ich natürlich zugeschlagen und gestern habe ich dann auch gleich einen neuen Haufen von Totholz gemacht. Ein bisschen in den Lorbeer hinten rein. Und das ist auch wirklich etwas, was ich nur empfehlen kann. Baut Totholzhecken auf, lasst Totholz irgendwo liegen, muss man jetzt nicht unbedingt häckseln oder auch zu Pflanzenkohle machen, mache ich natürlich auch, aber bei weitem nicht alles. Einfach sowas stehen lassen oder wenn ihr zum Beispiel alte Bäume habt, die auch einfach stehen lassen, weil da verkriechen sich sehr viele Larven, Insekten und wenn ein alter Baum richtig viele Bruthöhlen durch Spechte zum Beispiel hat, dann nisten sich da auch automatisch andere Vögel ein, die diese Nisthilfe brauchen, bis mein Baum so groß ist, dauert es natürlich Jahrzehnte. Und wenn man schon diese Möglichkeit oder beziehungsweise diese Gelegenheit hat, lässt man einfach diesen Baum so stehen, lässt ihn verrotten, siedeln sich Pilze, Bakterien, auch alles Mögliche an. Und wie gesagt, bei dem Totholz zum Beispiel ist auch so, dass es Larven bzw. Käfer und Insekten gibt, die sind in einem Larvenstadium über mehrere Jahre. Das heißt, sie bohren sich Löcher in das Holz rein, verweilen dort für mehrere Jahre und kommen dann, schlüpfen dann erst. Das heißt, das bietet auch wieder ungemein sehr viel Lebensräume, so eine Totholzhecke. Und kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Auch eine schöne kleine Hecke von Totholz für die Tiere zu machen. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird auch feststellen, wenn jetzt zum Beispiel die Insekten im Totholz sehr lange brauchen, bis sie wieder zum richtigen Käfer werden und dann für das Gleichgewicht sorgen. Das alles geht nicht von heute auf morgen. Man kann halt diese Möglichkeit anbieten, zum Beispiel auch Vogelnisthilfen oder sowas. Ist aber eine andere Sache, ob sich die Tiere jetzt dann sofort ansiedeln im ersten Jahr oder es auf sich zieht. Deswegen, das geht alles nicht von heute auf morgen. Und ich möchte das einfach hier nochmal klarstellen. Das sind Langzeitmöglichkeiten, die man jetzt schon einführen kann, um nach und nach Schritt für Schritt in einen schädlingsfreien Garten zu kommen. Also es ist nicht so, ich gehe auf Amazon, Glück, online bestellen und dann habe ich dieses Zaubermittel. Das möchte man uns verkaufen. So viele möchten das halt auch gerne so haben, wenn man so ein Video über Schädlinge macht. Ich möchte sofort eine Lösung für das und das haben. Ist halt meistens in der Praxis nicht so. Der langfristige Weg ist auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, Geduld, und das gehört natürlich auch dementsprechend mit dazu. Aber ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ein paar Inspirationen konnte ich euch mitgeben. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei dann auch auf die Glocke drücken. Du wirst immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählt. Es weiter verbreitet auf Social Media, damit immer mehr Leute auf mich und mein Projekt aufmerksam werden, damit ich weiterhin für euch Videos machen darf. Und einfach so diese Entwicklung hier im Garten euch zeigen darf. Zum Beispiel auch hier der Star. Jetzt ist er schon wieder weggeflogen. Ist einfach nur herrlich. Aber meine Erfahrungen mit euch
teilen. Und sonst wünsche ich euch jetzt auch schöne, angenehme Frühlingstage. Hoffentlich wird es mal ein bisschen wärmer, so Richtung Mai, Frühling, damit mal die Pflanzen noch kräftiger werden und alles ja, Richtung Sommer und Spaß geht. Okay, den Spaß habe ich jetzt auch schon. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.